Dum-di-dum-di-dum. So, das wäre auch erledigt. Ist mir die Schnecke jetzt lang genug über das Gesicht gelaufen? Naja, einen Beauty-Tag habe ich mir irgendwie anders vorgestellt. Du musst aber auch jeden Trend mitmachen. Bezüglich der Wirksamkeit habe ich allerdings meine Zweifel. 10 Minuten noch. Uff. Dann lass mich dir in der Zeit wenigstens ein bisschen was über Schnecken erzählen. Es gibt viele 10.000 Schneckenarten und man findet sie fast überall auf der Welt, sowohl an Land als auch im Wasser. Die kleinsten Schneckenarten sind kleiner als ein gewöhnliches Sandkorn. Sie ist so klein, dass du sie selbst durch eine Lupe nicht erkennen kannst. Die Weinbergschnecke ist mit einer Länge von bis zu 10 Zentimetern hierzulande die größte Gehäuseschnecke. Die größte Landschnecke weltweit ist die Achatschnecke. Sie kann bis zu 20 Zentimeter lang werden. Noch größere Schneckenarten gibt es im Meer. Dieses Foto ist entstanden, als ich an der Südküste Neuguineas tauchen war. Viel zu entdecken gab es nicht, bis ich schließlich diese große Rüsselschnecke entdeckt habe, deren Gehäuse bis zu 90 Zentimeter groß werden kann. Und hier war ich an der Küste Kaliforniens tauchen. Auch hier war es unter Wasser eher langweilig, von dieser Aplysia vacaria mal abgesehen. Diese Nacktschnecke kann bis zu 99 Zentimeter lang werden. So sehr, wie sich Schnecken in ihrer Größe unterscheiden können, so sehr können sie sich auch in anderen Merkmalen unterscheiden. Wie du nun schon gesehen hast, gibt es Nacktschnecken und Gehäuseschnecken, also Schnecken mit und ohne Häuschen. Zudem gibt es auch noch Halbnacktschnecken, also Schnecken, die ein kleineres oder sogar nur noch Ansätze eines Häuschens haben. Nehmen wir zum Beispiel eine Weinbergschnecke. Hast du denn eine Vorstellung, wofür so ein Häuschen gut ist, Anselm? Ja, sehr witzig. Kühlschrank, Bett und so weiter sind natürlich nicht im Schneckenhäuschen. Nein, stattdessen befinden sich dort gut geschützt das Herz, die Lunge, der Magen, die Leber und die Niere. Bei Gefahr kann sich die Schnecke aber auch in ihr Häuschen zurückziehen. Und auch beim Überwintern bietet es ihr guten Schutz. Übrigens hat so eine Schnecke auch eine Art Gehirn. Das da hinten nennt man den Fuß, damit bewegt sich die Schnecke vorwärts. Etwa hier befinden sich männliche und weibliche Geschlechtsorgane. So eine Weinbergschnecke ist nämlich Mann und Frau in einem, aber auf die Fortpflanzung kommen wir gleich noch zu sprechen. An den langen Fühlerpaaren hat sie jeweils ein Auge, während die kurzen Fühler dem Tasten dienen. In etwa zwischen den kurzen Fühlern sitzt der Mund mit einer raspelartigen Zunge, der Radula. Eine Nase hat die Schnecke nicht, aber sie hat eine Lunge. Wie sie dann atmet? Über ein Atemloch, das sich etwa hier befindet. Bei Nacktschnecken, wie der spanischen Wegschnecke hier, kannst du das Atemloch sehr gut erkennen. Allerdings verwundert es nicht, dass es angesichts des Lebensraums Wasser auch zahlreiche Schnecken mit Kiemen gibt. Im vorderen Bereich an der Unterseite scheidet die Schnecke den so bekannten Schneckenschleim aus. Mit dem Schleim bereitet sich die Schnecke den Weg. Er kann je nach Bedarf dem Gleiten, aber auch der Haftung dienen. Viele finden Schnecken, vor allem die Nackten, nicht sehr ansehnlich. Aber es gibt auch wunderschöne Nacktschnecken, wie zum Beispiel Nacktkiemer, die im Meer ihr Zuhause haben. Die bei uns heimische spanische Wegschnecke ist dagegen nicht unbedingt eine Schönheit und erfreut sich durch ihre Einstufung als Schädling auch keiner allzu großen Beliebtheit. Aber es sind keinesfalls alle heimischen Schnecken Schädlinge. Weinbergschnecke, Tigerschnägel und Gartenbänderschnecke verschonen bei der Futtersuche üblicherweise frische Pflanzen und stürzen sich stattdessen auf Moos, Flechten, Algen, welke oder abgestorbene Pflanzen und der Tigerschnägel frisst sogar Aas. Außerdem sehen Weinbergschnecken und Bänderschnecken doch wirklich hübsch aus. Auch im Wasser gibt es nützliche Schnecken, die Algen und abgestorbene Pflanzen fressen, beispielsweise auch für den Gartenteich und das Aquarium, wie diese hier, die Anthrazitnapfschnecke. Auch wenn es um den Nachwuchs geht, unterscheidet sich manche Schneckenart sehr.
Schnecken gelten gemeinhin als Zwitter, also Männlein und Weiblein in einem. Das trifft zwar auf die meisten Schnecken, denen wir im Garten oder in der Natur über den Weg laufen, zu, aber keineswegs auf alle Schnecken. Insbesondere bei den Wasserschnecken gibt es zahlreiche Arten, bei denen es getrennt geschlechtliche Tiere gibt, also männliche Schnecken und weibliche Schnecken. Aber wie gesagt, Schnecken, die uns geläufig sind, wie Weinbergschnecke, Wegschnecke und Bänderschnecke, sind tatsächlich Zwitter. Na Schneckchen, du bist genau mein Ding. Das wollte ich auch gerade sagen. Such jetzt aber bitte nicht den Garten nach kleinen Kinderwagen ab. Abgesehen davon kümmern sich Schnecken nach der Eiablage nicht wirklich um ihren Nachwuchs. Sie legen die Eier oftmals in eine eigens gegrabene Bruthöhle, aber ab dem Zeitpunkt sind diese auf sich gestellt. Doch wie so oft gibt es auch hier Ausnahmen von der Regel. So gebären beispielsweise die Sumpf- und die Turmdeckelschnecke, beides getrennt geschlechtliche Wasserschneckenarten, lebend. Das heißt, die Schneckenbabys verbleiben samt Ei bis zum Schlüpfen im Muttertier. Tschüss Lisa, tschüss Berthold, tschüss Susi. Und dann gibt es noch Schnecken, die zur Jungfernzeugung imstande sind. Wenn beispielsweise so eine Igelwegschnecke partout niemanden über den Weg läuft, gibt sie sich einfach mit sich selbst zufrieden. Na Schneckchen, du bist aber schnuckelig. Eine Weinbergschnecke zum Beispiel legt 40 bis 60 Eier. Wenn die Jungschnecken nach 2 Wochen schlüpfen, haben sie bereits ein winziges Häuschen. Das Häuschen wächst mit der Schnecke mit. Weinbergschnecken können übrigens im Gehege 20 bis 30 Jahre alt werden. In der Natur mit all ihren Gefahren dagegen werden sie oft nur etwa bis zu 8 Jahre alt. Schnecken haben viele Feinde, allen voran der Mensch, der oft mit Gift pauschal gegen alle Schnecken vorgeht. Aber auch Vögel, Igel, Kröten und Spitzmäuse lassen sich die ein oder andere Schneckenart gerne schmecken. Oh, ist die Zeit rum? Ist unsere Schneckenkur endlich zu Ende? Gut, dann runter mit euch und ab auf den Tisch. Naja, ein bisschen weicher ist die Haut schon, aber ich kann keinen bemerkenswerten Unterschied feststellen. Wieder so ein blödsinniger Trend, Anselm. Du sollst nicht alles glauben, was du in irgendeiner Sendung siehst.